Herzlich willkommen bei Landhausgarten. Heute hat mich ein Paket erreicht, worüber ich mich sehr freue. Wir haben eine neue Beleuchtung, die packen wir mal zusammen aus. Ja, sie kommt schon sehr gut verpackt an, also so ein doppelter Karton. Das Paket ist auch sehr leicht, also ich habe es mir viel schwerer vorgestellt. Das ist eine Lampe von der Firma Spider Pharma und zwar das Modell SF600. Und das ist eine Beleuchtung für die Anzucht, aber da kann man auch andere Pflanzen drunter stellen, wie Zimmerpflanzen, Orchideen. Aber in unserem Fall wird es vorwiegend für die Anzucht genutzt. Mit in dem Paket haben wir einmal natürlich das Kabel, damit die Beleuchtung funktioniert, und das ist einmal das Seil, weil das an die Decke kommt zum Verstellen, aber auch um anzubringen, und das ist der Adapter für den Kabel. Die Lampe war jetzt von der Spider Pharma so verpackt. Das Gestell ist ja so Aluminium, würde ich sagen, aber auch sehr leicht vom Material, also nichts Schweres. So, jetzt haben wir mal die Lampe auf die andere Seite gedreht. Hier sieht man einmal natürlich das Firmenlogo, Spider Pharma. Das sind insgesamt 384 LEDs. Die Lampe ist 100 cm lang, also perfekt für unseren Anzuchttisch, weil hier sehr viele Pflanzen drunter passen. Und die LED-Beleuchtung hat einmal ein Tiefrot, ein Fernrot, Warmweiß und Blaulicht. Hier sieht man einmal auch von der Vollspektrumlampe einmal diese Skala, wie das einmal aussieht und die Werte. Aber ich blende euch die wichtigsten Werte auch nochmal ein. Ja. Und jetzt werden wir die einfach mal anmontieren und schauen, wie sie aussieht. Bevor wir das jetzt natürlich an die Decke anbringen, zeige ich euch einmal, sind hier diese Stellen, wo man das Seil befestigt. Sowohl einmal hier und einmal hier, also zwei Befestigungsstellen. Ja, so sieht das einmal von der anderen Seite aus. Um die Spider Pharma LED-Beleuchtung anzubringen, benutzen wir einmal diese Dübel. Die haben wir selbst gekauft, die Dübel. Das sind speziell Dübel für Rehgipsdecken und Wände, weil wir unser Haus auf zwei Etagen gebaut haben. Stein auf Stein, erstes OG, also untergeschossen, erstes OG, und das zweite ist halt mit Rehgips. Deswegen eignet sich das dafür sehr gut. Aber es waren auch in dem Paket keine Dübel dabei für die Decke zum Befestigen. Wenn ihr euch diese Lampe kauft, müsst ihr die euch einzeln dann wahrscheinlich kaufen. Bis jetzt gefällt mir die Lampe sehr gut und bin total positiv überrascht. Nur das mit den Befestigungen, das entweder wurde es halt nur in unserem Fall vergessen. Da schaue ich auch später nochmal nach, ob Befestigungsmaterial mit im Lieferumfang dabei sind. So sieht man einmal, sind die jetzt an der Decke befestigt, anhand des Seils. Und ich zeige euch jetzt, wie die Lampe leuchtet. So leuchtet die Beleuchtung, die 100 cm LED-Leuchte von der Spider Pharma. Da sieht man auch nochmal die verschiedensten Farben, die die Lampe hat. Aber sehr viel helle Lichter, was auch gut für den Pflanzen Wuchs ist. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Lampe hat keinen Zeittimer. Das finde ich halt sehr schade, dass man halt nicht eine gewisse Stundenanzahl am Tag einstellen kann. Der Aufbau ist aber super einfach gewesen und man muss die halt täglich selber an- und ausmachen. Und das Befestigen an der Decke ging auch super schnell und optisch ein richtiger Hingucker. Und ich bin total beeindruckt, wie stark die LED-Leuchten leuchten. Ich musste die jetzt auch wieder ausmachen, weil die hat so stark gestrahlt, da hättet ihr nichts mehr gesehen. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden, dass wir diese Lampe testen dürfen.
So, ich habe jetzt meine ersten Jungpflanzen da drunter gestellt, unter die neue Beleuchtung. Und ich bin wirklich von der Helligkeit dieser Lampe, von der LED-Lampe, von der Spider-Farmer sehr, sehr beeindruckt. Der Aufbau war sehr leicht. Es haben zwar die Dübel gefehlt, das war aber in unserem Fall nicht so schlimm. Sie leuchtet richtig hell, war leicht anzubringen, ist auch leicht, also die Lampe an sich ist sehr leicht von ihrem Gewicht. Und der Kabel hätte ein bisschen länger sein können, aber war wirklich sehr einfach zu verbinden und an der Lampe anzubringen. Und ich werde euch die nächsten Wochen zeigen, wie die Jungpflanzen unter der neuen Beleuchtung wachsen werden. Wenn euch die Lampe interessiert, die findet ihr bei Amazon, die werde ich euch verlinken und schreibt euch noch in die Infobox ein paar Daten auf. Die Lampe kostet 136 Euro und die findet ihr bei Amazon. Bleibt gesund, bis bald, euer Landhausgarten.